Buchs Nummer 9 Wochenvlog. Das ist keine Blendgranate hier. Und das anders. Ja! Jetzt. Die Reise beginnt. Ja! Mensch, ey! Mach die Fräse, sie glänzt! Heute erste Fußballspiel gegen andere YouTube-Mannschaft. Wir sind ready. Back to the roots, sag ich mal. Wir müssen hier zeigen, wer der Chef im Haus ist, auf jeden Fall. Heute wird um Ring gekämpft. Warum will man diese Jacke als Ohrenrätsel? Die zwei Hausmeister in der Kabine suchen wieder nach Fundstücken. Hier erstmal Anmeldung der ein oder andere Neuzugänge. Hier haben wir ein neues schönes Strandtuch. Ne? Das, darüber wird sich der ein oder andere Cousin freuen, ne? Wenn du den zum Geburtstag schenkst. Boah, guck mal, hier sind so geile Nike-Schuhe. Das ist deine, ne? Das ist meine, ja. Ja, jetzt gibt es erstmal was Schmackhaftes. Pizza Margherita, Sandwich Tonno, guten Appetit. Also man muss echt sagen, das ist keine Blendgranate hier, der zieht wirklich durch. Dicke, fette Salat. 8:01 Abend. Yvonne. Ja, Yvonne. Fischer, wenn du jetzt trinkst, Huni. Wenn ihr jetzt trinkt, Taui. Auf keinen Fall. Zweiter Tag. Guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Iwashi-Halle, Neuss. Oh yeah. Zum Frühstück gibt es erstmal hier so ein Porridge. Alle mehr als gut rum. Warten in der Lobby, ne? Wie bei Fortnite. Kennt ihr diesen Fortnite-Skin? Oder diesen Schlagersänger. Egal. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Taiwan! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich hätte nicht gedacht, dass es so kalt ist hier in der Halle, ey. Aber wieso mir gesagt wurde, dass wir heute ins Strandbad gehen, ist mir aber auch ein Rätsel, wenn ich in Badehose hier sitze und hier den Berg runterfahren muss. Nicht mehr normal. On the road again. Karin, bist du motiviert? Yeah! Warum sind wir eigentlich hier in der Halle? Wir spielen eine Winterolympiade. Später. Yvonne hat eine wichtige Frage und das ist wirklich die wichtigste Frage des heutigen Tages. Die wichtigste Frage. Ach du Schande. Neuer Take. Die wichtigste Frage ist, wohin gehen wir danach essen, Leute? Dankeschön. Alles mache ich hier. Alles. Leere Magen. Klein. Ein paar Sekunden später. Wir nehmen Landhaxe, ne? Oder Hähnchenhaxe, wie das heißt. Schmeckt sogar besser. Schade ist nice. Kann man schmecken. Also Erin lässt sich hier beliefern, schon mit Käsekuchen, weil der einfach nichts mehr tragen kann. Der erzählt mir irgendwas. Auf Diät ist er. Oh, du siehst zwei Kuchen, ne? Und zwei Gabeln. Dieser Junge, der bestellt extra viel, damit er mir die Hälfte gibt, damit er nicht der einzige Typ, der dick ist in der Mannschaft ist. What? Bro, what are you talking about, man? Irgendwann später. Boris. Suche doch nur noch Obhut und Obdach. Siehst du eigentlich aus oder was? Guck dir das an, Leute. Nach einem langen Tag geht es für uns am Abend zu unserem Kumpel Jamal. Der hatte jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag. Wir werden ihm eine Kleinigkeit bringen. Ja, bis auf Schokolade. So ein kleines Präsent. Mal gucken, was er sagt. Mal gucken, ob es passt. Nee. Du magst das auch. Echt? Boah, diese Wert, diese... Kleiner Mitternachtssnack. Ich kann es erklären. Das kann man wirklich nicht erklären. Dritter Tag. Auf den Schock und die Aufregung erstmal dicke, fette Kaiserschwamm mit Kakao. Welcher Finger wird ausgewählt, der bezahlt alles. Jetzt. Ey, Pistolero. 20 Minuten später. Ein bisschen Chili Vanilli. Oh, der ist ja wirklich. Überraschung geglückt. Jetzt geht's jetzt erstmal hier schön in den Nike Store. Mit dicke, fette Adidas-Anzug in Nike Store. Beste. Okay, jetzt dicke, fette Trash. Jeder darf sich eine Sache aussuchen und dann machen wir Choose, einfach alles bezahlt. Genau. Rein da in die Masse. Für Yvonne oder für euch beide, Boris? Geht's hier nicht los hier. Hey Jungs, ich sag euch so,
Lass mal diese Challenge verschieben, nicht in Nike Store, sondern einfach in Adidas Store. Ich habe euch gesagt, Adidas ist eh besser. Ich sag ehrlich, ich greife hier. Okay. Wir sind da, wo wir hin wollten. Adidas. Das ist eine Nummer hier. Das ist eine Nummer. Wir sind eine Nummer und kriegen eine Nummer jetzt. Oh yeah. Das könnte bei mir im Zimmer stehen. Weißt du, perfekte Jacke für Boris. Auch im Adidas Store, nicht finde ich geworden. Und das anders. On the road again. Wir sind jetzt auf dem Heimweg von Nürnberg nach Düsseldorf mit einem kleinen Stopp in Fürth. Eilmeldung, Freunde. Wir sind hier in einem dicken, fetten Burgerladen und heute ist Mittwoch. Und am Mittwoch haben die Veggie- und Vegan-Burger für 6 Euro. Und hier ist dickste Burger für 25 Euro. Alles heute 6 Euro. Heute wird aufeinander genommen. 90 Burger Minimum. Minimum. Geil. Ich nehme auf jeden Fall Chicken Burger. Boris, hast du Durst? So lässt sich das Abendessen beginnen. Eine Nummer jetzt. Was ist das denn? Will noch jemand mein Getränk? Zeig mal, wie es schmeckt. Das ist. Geht so. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Auf geht's zurück. Auch dafür. 5 Stunden Rückfahrt. Wir packen hier schon alles restliche. Boris, frisst hier Chips. Das war das letzte. Krümelt umsonst, weißt du, was ich meine? Fischer, bring uns nicht um! Was ist er denn eigentlich? Dann liegt er doch kuschelig wie noch nie. Gute Nacht. Hast du Koffeinintus? Nee. Nicht? So was trinken wir nicht, Schammer. Nicht? So was trinken wir nicht. No Sugar. Super. Zucker ist Gift. Hä? Vierter Tag. Für uns geht es Ende der Woche nach Österreich in die Berge und ich habe immer noch keine Winterjacke. Das versuchen wir jetzt zu ändern. Ohne fachliche Sachberatung geht hier heute gar nichts. Heute müssen wir fündig werden. Oh, die gefällt mir richtig gut. Das war ein kurzer Prozess. Jetzt treffen wir uns noch mit Speedy und Yvonne. So erfolgreich muss das mit dem Festessen beglückt werden. Der Restaurant-Tester höchstpersönlich. Burrito, Tacos, Nachos. Ich liebe. Speedy kann nicht so viel essen. Inzwischen. Ich hab nix. Ich bin auf Diät. Ich wollte nicht. Die haben gesagt, nimm das. Du kannst nicht ohne nichts. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Neues gekauft habt und das so toll ist, dass ihr es direkt anzieht? Ja, ich nicht. Und das war, glaube ich, ein fetter Fehlkauf. Ich sehe aus wie 200 Tonnen in dieser Jacke, Mann. Was ist das? Aber egal. Besser als gar nichts, ne? Wir hatten auf die Bahn. Seitdem ich Karin kenne, bringe ich Karin immer nach jedem Treffen nach Hause. Vor allem, wenn es dunkel ist. Weil Safety first. Warum ich euch das erzähle? Wollte hier was rechtfertigen, dass das auch Kraft kostet. Dann morgen. Good morning in the building. Wir befinden uns hier auf dem Platz unseres Vertrauens. Heute gibt es ein Videodreh mit den Brotatatas. Wir sind hyped. Solange die Bros noch nicht da sind. Und da kommt Boris! Boris! Borello! Borello! Heute Abend geht's zum All You Can Eat, deswegen muss zu Hause erstmal sich gut warm gegessen werden. 8:01 Abend. Jetzt fahren wir zum All You Can Eat. Hast du Hunger eigentlich jetzt? Hast du eigentlich Hunger oder Spaß jetzt? Bei mir mittelmäßig. Boris, ja, sag ich mal, sich totgefressen heute. Wir sind da gerade vorbeigefahren und das sah eigentlich richtig vielversprechend aus, oder? Ja, war auf jeden Fall voll der Laden. Wir haben gerade so einen Tisch für heute Abend bekommen, also ich bin hyped. Hey, wir sind jetzt im Laden. Dieser Laden ist einmal der Brüller. Über Handy, du kannst bestellen, ganze Tisch, guck mal, ganze Tisch in einen Einkaufswagen. 30 Gerichte, 10 Minuten lang wieder 30 Gerichte und eine unnormal kranke Sache. Ich schwitze vor Aufregung. Familie Speedy knallt sich erstmal Pott Nudeln weg. Wie schmeckt der trockene, der saftige Reis? Oh ja, lecker.
Top, die Wette gilt. Hallo Boris. Oh. Boris. Ich bin kaputt. Meine Bewertung für hier und heute 9 von 10. 7 von 10. 7 von 10. 7,28 von 10. 8 von 10. 7 von 10. Jetzt gibt es zum Ende noch ein fettes Elfmeterschießen. Posten. Morgen. Ganz sicher. Good morning in the morning. Die Reise beginnt um 4.15 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Es gibt auch eine Rolltreppe. Bäh. Wer ist jetzt dabei, diesen Flug zu stornieren und Last Minute andere zu nehmen? Ich bin dabei. Boris ist dieser Vater am Flughafen. Ich muss auf alle Sachen da oben. Eine kleine Überraschung für alle. Oh, Lelle. Aber ich habe so eine nice flight reservation. Soweit fertig, warten auf die Anlassfreigabe. Es wird noch etwas dauern. Das ist ein Ei. Ja. Yummy. Alle Geschenke kommen zu Karin, ja, und sie faltet alles zusammen. Also Leute, ich sitze hier mit meinem Brötchen. Denk an nichts Schlimmes. Also der Kollege hat nach einer Mystery Box gestern in seiner Insta-Story gefragt. Wir holen uns jetzt einen Mystery Koffer hier am Leinwand und gucken, was drin ist. Alter, und Piste ist nebenan. Was ihr gesagt habt, trifft ein. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja! Also das ist wirklich anders. Die fahren da schon Ski. Ey, ist dir eigentlich bewusst, dass da unten 200 Meter Abgrund ist? Was, Bruder? Egal, wo wir sind, immer ist Meckes mit uns. Jetzt geht's endlich dorthin, wo es am besten ist. Im Supermarkt. Ich bin da! Das? Digga, safe mehr als 2,5. Sieht gar nicht gut aus. Das hält 2,5 Tage. Oh, 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 das wird teuer. Königlich werden wir hier empfangen mit dem roten Teppich. Gentlemen and Ladies. Ja. Was sagt er zur Hütte? Unnormal. Auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 14. Also der Hype ist real. Der Hype. Erin, warte mal, was haben wir da? Erstmal dicke, fetten Wintergarten mit Ausblick des Zorns. Und jetzt? Bruder, Bruder. Ich sag nur eins, ich habe Ladekabel vergessen für dieses Gerät hier. Dieses Gerät kann gut schneiden, dieses Gerät kann gut. Einfach, Woche ist gelaufen, aber es gibt einen, der rettet. Alter. Ist das das Richtige? Niemals. Das ist falsch, Digga, ich sag... Falsch! Say. Musst du wegen schneiden? Bruder. Angekommen in der Hütte des Abrisses, verbringen wir 7 Tage hier, das seht ihr nächste Woche im Wochenblog. Oh yeah! Bye bye! Tschüss! Let's go!